You've made remarkable progress towards secure. It's testing well. But I'm afraid the virus is adapting faster than we are. If we don't solve this quickly, all our research towards a cure could be out of date in a matter of... Let's not get the cadets' morale down, Doctor. What would you like us to do next? Doctor? I'm okay, it's just... I'm just tired. Worried. Do you ever think about the people in the future? Are they depending on us? Do you understand it could all end? Of course, I do, but I... Please, just keep gathering data. We're so close. We will. And for your part, Doctor, will you make sure to go home tonight and not sleep in your office? We're at the brink of a disaster and you just want me to sleep? I'm assisting the cadet, but I still belong to you, Elizabeth. You must not forget that. You are my purpose. And the cure is mine. We won't let you down. The doctor does not look well to me. But if she was ill, why would she not request my help? Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von Time Machine VR. Wir haben da eine sehr tragische Nachricht von Elisabeth bekommen. Und ja, der Virus breitet sich aus, es sterben immer mehr. Und wir sollten weitere Daten sammeln. Ja, und das machen wir auch gleich. Wir sind so knapp daran, meint sie. So. Schauen wir mal, wie es weitergeht. All systems are now online and operational. Okay. Prepare for temporal relocation in wir sind fertig. 3, 2, 1. Kannst jetzt gleich wieder. Ja. Schaut richtig geil aus. Ja. For your mission briefing, this yep. time out, we'll be investigating the Neo-Paradoxia. This new paradox was only recently discovered in our own timeline. But we have detected the virus in its remains. It's a gentle okay. herbivore, and it's not schon lustig clear aus. How it came to be infected. Whatever the explanation, this is a golden opportunity to study another living creature connected to the virus. Focus your view on the shutter controls when you're ready. Okay, die haben anscheinend den Virus in sich und wir sollen drauf kommen und diese erforschen, ob das wirklich so ist. We're near an archipelago, just at the edge of a continental cliffside. It's an unusual location to find Neo-Paradoxia. But it's okay. We can use this to our advantage. Be careful. Neo-Paradoxia heißen sie. And da. Predators may be near. Please head straight to the archipelago. Archipelago. Ja, mal schauen, ob die welche haben. Wir sind da jetzt 13 Millionen Jahre vor unserer Zeitrechnung. Soll ich jetzt die mit denen scannen? Ja, da ist einer.
Neoparadoxia. Eine Herde. Ah, eine Probe. Okay, haben wir confirmed. Scannen. Mach mal. Der ist da gerade am Grasen. Oh, zu weit weg. The DNA I detect links Neoparadoxia to modern manatees and even elephants. The Elefanten, okay. Are not showing signs of viral infection. The herd is behaving as expected for healthy specimens. Let okay, us keep searching. I've unlocked a new tool. The das seems gesund. To allow us to record and analyze external morphology in real time. Please exoscan the legs of the nearest highlighted Neoparadoxia. Wie heißt der? Das soll ich nehmen? Okay, das ist zu weit weg. Ah, Zeit anhalten. Ah, da müssen wir alles ausfüllen, okay. Ah. Neoparadoxia has webbed feet for navigating at a gentle webbed pace. Feet and digging into the sea floor. Okay, wie Frosch, ja. So, Schwimmflossen drinnen. Neoparadoxia are dining on seagrass roots. Yep. I'm detecting one patch of seagrass that is not attracting them. Please scan the seagrass. Das Seegras sollen wir jetzt scannen, weil die das essen. Please scan the seagrass. Hat er mal irgendwas? Haben wir da irgendwas? Wieso kann ich das jetzt nicht scannen? Hallo? Oh, das ist aber schon groß, das Tier. Vampirzähne hat es auch. Scan Seagrass. Jetzt haben wir eh ausgerüstet. Das verstehe ich jetzt nicht. Oder müssen wir das... Was liegt denn darum? Oh, eine Koralle. Ich habe da doch das Seegras gescannt. Vielleicht muss ich da weiter. Zu einem anderen Punkt. Da ist ja noch einer. Da muss ja noch ein Seegras sein, da vorne. Sehe ich gerade eins? Schauen wir mal. Vielleicht lockt er uns jetzt dazu den Seegras hin. Da ist auch Seegras. Ah, dort, ja, das ist ja markiert. Okay. Da ist wirklich eine ganze Herde. Schaut super aus. Okay, die Pflanze hat den... ...seem to instinctually avoid the infected patch of grass. We've not seen this type of aversion between flora and fauna before. It should not be possible to transmit a virus between so-called kingdoms of life. We must verify. Bait the viral seagrass to attract the Neoparadoxia. Okay, die Neoparadoxia ist anscheinend nur das gesunde Gras und das infizierte Gras lassen sie liegen. Jetzt wollen wir da so eine Drohne reinhauen. Okay, wir waren zu weit weg. Die fliegen, wieso fliegen die nur so kurz? Was ist denn das für ein Dreck? Ah, jetzt.
Ja, okay. Ist er das jetzt auch nicht? Oder? Okay, er ist es. Good. On to the next step. Scan the Neo-Paradoxia that consumed the viral seagrass. Okay, scannen. Das Viech, was das gefressen hat. Okay, das Tier ist jetzt infiziert. Oh. 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 What was that? It devoured a Neo-Paradoxia in seconds. Tag the predator, quickly. Tag the predator. Der ist ja wirklich extremst groß. Zeit anhalten. Ein Megalodon. Fascinating and worrisome at once. We should collect all the behavioral data we can. Okay. No paradoxia. And behavior scan the megalodon when it attacks. Das werden wir machen. Okay. The megalodon incapacitates prey by appendages first. It outmaneuvers prey with great speed. At top speed, we can barely keep pace. The megalodon is a significant apex predator. Er ist wirklich sehr schnell und gibt schnell Gas. Okay. Den Megalodon sollen wir da folgen. Scan. Megalodon. Das ist ein richtig großes Tier. Richtig Wahnsinn. Okay. Ich hoffe, er kreist da herum. Ich würde am liebsten ein bisschen schneller fahren. Hallo. Ah. Zeit anhalten. Und wir scannen da. Success. Slipstream mode engaged. Manual controls have been temporarily adjusted. I've modified our pod's propulsion system. We are now tethered to the megalodon, so to speak. Where it goes, we follow. Not ideal, but it is the only way we can keep up. Let's proceed. How okay. Does it move so fast? Exoscan the megalodon. Wir folgen denen jetzt automatisch. Sagt er. Sonst kommen wir dort nicht hin, wo er hinkommt. Warte, ich muss das jetzt da scannen, diese Dinger. Da hinten. Wow, das ist ja richtig. Schwierig jetzt schon. Ne, ich muss schon nachkommen, oder? Zeit anhalten. Ja, genau. Zeit anhalten. Das ist das Rätselslösung. Wir sind noch immer zu weit weg. Hm. Ah, jetzt fahrt er gleich wieder. Schnell noch. Ah. While it moves its tail side to side, it stiffens the body mid-swing. Okay, der Körper schwingt sehr effizient mit, wenn er hinten das, die Flosse bewegt. Scan the Megalodon. Über den Virus wollen wir jetzt etwas erfahren. Wir sind da noch viel zu weit weg. So, jetzt können wir scannen. Die Zeit läuft uns davon. Gleich bewegt er sich wieder.
Viral infection confirmed. From flora to herbivore to carnivore. Okay. Hang on. We've been knocked out of slipstream mode. Manual controls and propulsion systems are damaged. Losing critical power rapidly. Okay, wir verlieren alles. Think to re-establish power. Okay, hat. Nein! We need to distract it. Quickly, fire a probe into its mouth. Probe. Oh, good work, Cadet. Yeah. Preparing emergency jump to our home timeline. Ich wollte jetzt gerade übersetzen. We need a few seconds to build the necessary power. Okay. Sehr spannend. Jetzt frisst er mich gleich wahrscheinlich. Time dilation off. Ja. I cannot perform both actions at once. Okay. Oh! What is that? Oh! Wow! A probe! A bissl Zeit, ja. So, jetzt haben wir gleich wieder Power. Oh! Finalizing time jump. Coordinates set. Wow! Das war jetzt wirklich spannend. Also wir haben jetzt festgestellt, wie die Futterkette des Virus funktioniert, von Pflanzenfresser zu Fleischfresser, Carnivores. To have returned back to the research center. Something or someone appears to have hijacked our temporal path. We need to return to Svalbard. Maybe you figured it out last time, Cadet. Perhaps you can repeat what you did. Okay, da müssen wir sich da jetzt reinscannen. Stonehenge, jawohl. I'm so glad you're back. We have great news. Doctor, did you see the data? The unusual rock formation appears man-made. I did. The questions remain which man or woman and when and why. But for the time being, Rob, listen to me. You've done it. We have a convincing cure. Everyone is celebrating. The cure is being deployed as we speak. It's over 63% effective. But will it stop the mutation? And that formation, that sculpture, could yield incredible information about time. Yes, I agree. The team will look into the monolith. You know, these things take time, but it's important to celebrate too. Cadet, you've really made a valuable contribution to humanity. We all owe you an incredible debt. And you, Doctor, are you sure you're well? Don't be so serious. This is a joyous occasion. I think the cadet has earned a promotion. Cheers to Mondo Museo's newest senior specialist cadet. Bravo. It seems indeed. Super. 63%. I'll leave you now. Bravo, cadet. And although you far exceeded your basic duties, you may continue to improve the cure, if you are so moved. All the portals will now be open to you. Are you satisfied with 63%? If you want to collect more data, I'll be standing by. Ja, wir haben einmal die Cure mit 36%, also das Gegenmittel anscheinend, gefunden. Wir
können dann noch weiterarbeiten daran. Das werden wir auch in einer weiteren Folge tun. Doch jetzt verabschiede ich mich mal und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus!